Hey Leute, Retro Joe hier und heute habe ich für euch etwas Besonderes und zwar mein absolutes Lieblings-Film-Umsetzungs-Game aus der 16-Bit-Ära, True Lies mit Schwarzenegger. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan des Films, das Spiel ist allerdings ziemlich cool und ich spiele es auf meinem Analog Super NT mit dem Original Super Nintendo Kabel-Controller und wir starten das Ganze gleich nochmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Typ in dem Film überhaupt heißt. Es ist halt Schwarzenegger, was soll man da groß erwarten? Gucken erstmal, was die Options hergeben. Wenn wir das Ganze ein bisschen leichter machen könnten, machen wir das. Nö, es gibt nur normal und hart. Lock, Fire hätte ich gern auf Y, das passt so. Und dann kann es losgehen. True Lies, wie ihr jetzt sehen werdet, ist ein Overhead-Action-Game. Genau, Harry, er hieß Harry. Mit In-Game-Cutscenes aus dem Film, also mit Bildern aus dem Film. Interessiert mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das Gameplay ist hier das, worum es geht. Bam, bam. Oh, da haben wir auch direkt schon den ersten Kellner erschossen. For goodness sake, Harry, watch out for the taxpayers. This is an election year after all. Ja, es geht natürlich nicht, dass wir hier als Bundesagent irgendwelche... verdammt! Ich habe den nächsten Zivilisten erschossen. Der sah mir so aus, als hätte er eine Waffe, aber es war nur ein Handy. Was mit dem da? Der hat auch eine Waffe, ne? Ja, genau. Haben wir den auch mal erschossen. Und das Ganze ist halt ziemlich cool, so in der Overhead-Sicht. Man hat so einen Dive-Button. Genau, jetzt habe ich die Uzi. Aber für die normale Knarre hat man halt unendlich Munition. Und das Ganze ist gar nicht mal so einfach. Da muss man echt ein bisschen auf Zack sein. Weil wenn ich mich recht entsinne, hält sich das auch relativ nah an die Story des Films. Den habe ich allerdings auch schon seit 20 Jahren jetzt nicht mehr gesehen oder so. Am geilsten ist das Ganze, wenn man irgendwann die Shotgun gefunden hat. Damit geht richtig die Post ab. Aber die haben wir nicht. Ja, aber die Uzi. Da ist Munition für die Shotgun. Aber das gute Ding müssen wir erst noch finden. Das sind alles Zivilisten. Da muss man echt aufpassen. Ihr habt es ja eben gesehen. Ich habe schon zweimal versehentlich irgendeinen Kellner erschossen. Finden die alle nicht so lustig. Security Pass Card, genau. Damit kommen wir jetzt nicht irgendwie zu eine Tür. Ich glaube, es ist tatsächlich direkt hier oben die. So, du kannst dich hinlegen. Du tust mir nichts. Der beißt ins Gras, der beißt ins Gras. Und das Ganze ist halt einfach knallharte Action hier. Action. Das ist so Action-Spiel. Aber so richtig verhindern, getroffen zu werden, kann man hier irgendwie auch nicht. Mit der Uzi ist ganz geil, wenn man da stehen bleibt und einfach ballert, dann kann man, wenn man das Steuerkreuz bewegt, die Flugrichtung der Kugel noch so ein bisschen beeinflussen. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wir haben Handgranaten gefunden. Dann machen wir mit der Handgranate doch mal ein bisschen Action hier. Boom! Das ist natürlich ein bisschen Verschwendung. Wenn man den B-Knopf gedrückt hält, dann kann man hier quasi Strafe feiern. Das ist ganz praktisch für die Typen. Der hat mich schon wieder getroffen. Ja, und wenn man direkt nachdem man so einen Dive gemacht hat, schießt, dann bleibt man so ein bisschen in der Hocke. Die Musik geht eigentlich auch in Ordnung. Ich finde, die Soundeffekte sind ganz gut gelungen. Und wie gesagt, also es gibt ja einen ganzen Haufen Schwarzenegger-Spiele auch auf dem Super Nintendo. Der Großteil davon, ich sag mal nur so sowas wie Last Action Hero und so, ist natürlich ganz, ganz grober Unfug. Aber True Lies ist da echt eine andere Kategorie, Freunde. So, was ist das da? Interessiert uns nicht. Da geht's also nicht weiter. Immer nachladen, wenn es gerade nicht gerade passend ist. Ist klar. So, die zwei auch ausgeschaltet. Machen wir den da gerade noch weg. Ich weiß nicht, was das hier ist, dieses Omega-Zeichen. Dafür ist das Ganze echt ein bisschen zu lange her. Good work, Harry. The modem is connected and we're downloading the information. Na, wenn ich mir die Hardware da angucke, je nachdem wie groß die Datei ist, die runterladen kann, jetzt kann sich das ja nur um Jahre handeln.
Oh, oh, bleib mal locker hier, ihr zwei. So, die hätten wir auch erledigt. Mit dem Computer können wir nichts machen. Das wäre echt mal an der Zeit für ein bisschen Lebensenergie, sonst sind wir nämlich gleich hin. Ich habe das Ganze aber auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, da hat es uns erwischt. Da hat es uns erwischt. Watch it, Harry. You only have two lives left. Ja, bis zum ersten Game Over würde ich sagen, machen wir mal. Sollen natürlich echt gucken, dass man hier den Kugeln ausweicht. Aber manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen was riskieren. Jetzt sind wir wieder im Untergeschoss. Na, komm schon. Der ist auch platt. Muss ich aufpassen, dass ich den. Die sind auch hier eiskalt, die Typen, ne? Du bist hier voll am Rumballern und der ist da einfach lustig mit seinem schnurlosen Telefon am Telefonieren. Das stört ihn alles überhaupt nicht. Der ist hier vollkommen kalt. Das sind immer beinharte Kellner hier, ne? Das Einzige, was dem Spiel echt fehlt, ist irgendwie so eine Map. Das wäre ganz praktisch. Das gibt's hier aber irgendwie nicht. Ich finde hier überall Munition für die Shotgun, aber ich finde keine Shotgun. Da finde ich ein bisschen doof. Ich hätte nämlich gerne Shotgun. Für die, die mich schon ein bisschen länger kennen, die sollten wissen, dass in jedem Spiel, in dem es eine Shotgun gibt, die automatisch meine Lieblingswaffe ist. Ob die jetzt wirklich was taugt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja auch schön. Die schießen einfach durch die scheiß Kellner durch. Ja, super. Dritten Kellner erschossen. Dafür verliere ich jetzt, glaube ich, auch ein Leben. Nein, ich muss von vorne anfangen. Was ist denn das für ein Mist? Naja. Versuchen wir es noch einmal. Was haltet ihr denn für ein True Lies? Findet ihr das Spiel geil? Findet ihr den Film geil? Habt ihr da Kindheitserinnerungen dran? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das Ding hier habe ich auch auf der letzten Börse, auf der ich war, für, ich glaube, stolze 10 Euro gekauft. Ne, die letzte Börse war es gar nicht. Das war die in Montabaur, sondern die davor. Müsste Bochum gewesen sein. Da habe ich das hier für 10 Euro mitgenommen. Da oben liegt eine Shotgun. Jetzt will ich aber auch wissen, wie ich da dran komme. Geh mir aus dem Weg, Typ. Da rennt er da mit seinem Handy im Weg rum. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und Blut ist natürlich auch hier, wenn man die Typen erschossen hat, wie ihr seht. Also das Ganze ist noch nicht gerade unbedingt jugendfrei. Das bisschen Blut hat aber damals in Deutschland nicht zur Indizierung geführt. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die deutsche Version da irgendwie gekürzt wäre, weil ich habe ja das deutsche Cartridge, das spiele ich ja gerade. Das wäre mir in dem Zusammenhang jetzt neu. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir nicht hier irgendwo rauskommen. Den habe ich denn jetzt wieder erschossen. Offensichtlich habe ich irgendeinen Zivilisten erwischt. Die beste Szene in True Lies ist ja irgendwie, da wird er ja gefangen genommen. Also, ach, hier, Shotgun. Da wird Schwarzenegger ja irgendwie gefangen genommen und kriegt so ein Wahrheitsserum. Und der Typ, der ihn gefangen genommen hat, fragt ihn irgendwas und, oder fragt ihn, was er jetzt vorhat. Und er sagt, ja, ich werde jetzt das Skalpell da drüben von dem Tisch nehmen. Dann werde ich irgendwie, ich werde dich als menschliches Schutzschild benutzen. Dann mit dem Skalpell da drüben den Typen mit der Waffe erledigen. Dann breche ich dir das Genick. Und dann flüchte ich hier oder irgendwas in der Richtung. Dann fragt der Typ, und wie willst du das schaffen? Ganz einfach, ich habe meine Fesseln aufgekriegt. Ja, das ist so typischer 80er Jahre Actionfilm-Humor. Großartig. Ich habe mich immer gefragt, warum nie einer ein Spiel gemacht hat von der nackten Kanone. Denn die Abenteuer des großen Frank Drebin gehören mit zu meinen schönsten Kindheits- und Jugenderinnerungen. Das sind auch Filme, die kann ich mir heute immer wieder angucken und entdecke jedes Mal noch neue Gags, über die ich früher noch nicht lachen konnte, weil ich da noch zu klein war, um die zu verstehen. Leslie Nielsens Tod vor ein paar Jahren war auch tatsächlich der erste Promi-Tod, der mich selbst so ein bisschen traurig gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier. Boom. Boom. Bam. Seht ihr jetzt, was ich meine mit der Pumpe? Das ist das geilste Ding hier. Boom. So, du gehst auch drauf. Und du gehst drauf. Du komm mal her.
Kann sich auch gleich hinlegen. Da macht er keine Gefangenen. Bam. Jetzt bin ich zwar fast schon wieder tot, aber... Ja, da hat es mich gelegt. Mein letztes Leben. Das machen wir jetzt gerade noch. Da ist auch wieder der blöde Computer. Oh nein, ich habe keine Munition mehr für die Schrotflinte. Das ist tragisch. Naja, das haben wir eben schon gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ da heißt. Ja, und Jamie Lee Curtis spielt in dem Film ja auch irgendwie mit. Das ist ja seine Frau in dem Film. Ich bin jetzt persönlich kein so großer Fan von Jamie Lee Curtis. Aber sie spielt Harrys Frau in True Lies. Nein, nein. Ja. Da sind wir auch schon wieder dahin, Freunde. Das soll es erstmal gewesen sein mit Last Action. Nee, gar nicht wahr. Mit True Lies. Jetzt wollte ich schon Last Action Hero sagen. Die Scheiße fangen wir gar nicht erst an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Retro Joe out.